Stille Entzündungen sind im Gegensatz zu sichtbaren Entzündungen weniger auffällig, können unbemerkt in unserem Körper über längere Zeit ablaufen und unser Immunsystem sowie unsere Organe stark belasten. Sie verlaufen zudem lange ohne geballt auftretende Symptome, sondern eher mit diffus auftretenden, wie zum Beispiel Müdigkeit, Konzentrationsproblemen oder häufigen Infekten. Unbehandelt können stille Entzündungen zu schwerwiegenderen Erkrankungen führen. Im heutigen Interviewausschnitt mit Dr. Simone Koch und Martin Auerswald geht es um den Einfluss stiller Entzündungen auf die Gelenke, wie sie entstehen und welche Nährstoffe bei stillen Entzündungen helfen können. Dr. Simone Koch ist Ärztin für funktionelle Umwelt- und Ernährungsmedizin. Spezialisiert hat sie sich auf die Behandlung von hormonellen Dysbalancen, Autoimmunerkrankungen, Umwelterkrankungen und funktionellen Beschwerden. Vergiss nicht, auf unserem Kanal bekommst du mehrmals pro Woche spannende Videos zu verschiedenen Medizin- und Gesundheitsthemen zu sehen. Wenn du also nichts verpassen möchtest, dann lass uns gerne gleich ein Abo da. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Interviewausschnitt. Du schreibst auch sehr viel in deinen Büchern über einmal kommt. Polymorphismen und Folsäure-Polymorphismen, dass man die synthetische Folsäure vor allem nicht so gut aufnehmen und verarbeiten kann. Sind es auch zwei Genloki, die mit Gelenkproblemen einhergehen können? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich das sagen würde, da eher eben sekundär, also das ist halt eine weitere, also wenn man diese Polymorphismen trägt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben chronisch stille Entzündung entwickelt und dass dann eventuell, wenn die Gelenke halt der Teil sind, die besonders anfällig sind, dass man in dem Bereich was kriegt, eben deutlich erhöht. Aber es kann eben auch sein, dass man nichts davon ist einfach, aber dass man halt eine Hashimoto entwickelt oder ein Burnout oder andere Umweltmedizinerkrankungen, also Multichemikaliensensitivität, ME, diese ganzen Erkrankungskreise. Aber es geht halt oft damit einher. Also gerade in Bezug jetzt, also die Fibromyalgie gehört ja zu diesem Erkrankungskreis und da sehen wir halt oft solche Polymorphismen, weil die Entgiftungsfähigkeiten einfach deutlich eingeschränkt sind und auch das Risiko, dass der Körper eben massiv Stress entwickelt, deutlich erhöht ist und Stress ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist für die Entwicklung von chronisch stillen Entzündungen. Okay. Du hattest es vorhin mal gemeint, dass bei Entzündungen irgendwann so ein Schalter umgelegt wird und der Körper in so ein entzündliches Milieu reinsackt. Gibt es so ein paar Schalter, die man kennen sollte in unserem Stoffwechsel, die auch entscheiden, wie sehr wir zu Entzündungen neigen? Ja, einer ist auf jeden Fall, also den ich da super wichtig finde, sind halt die Omega-3-Fettsäuren. Also das Verhältnis, beziehungsweise sind die Omega-Fettsäuren, sind das Verhältnis der Omega-Fettsäuren zueinander. Also es gibt ganz viele verschiedene, aber die bekanntesten sind ja die Omega-6-Fettsäuren, die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-9-Fettsäuren. Warum haben die diese verschiedenen Bezeichnungen? Das sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und dieses Omega und die Zahl bedeutet, an welcher Stelle ist die erste ungesättigte Struktur in der Fettsäure. Und die haben halt mehrere davon. Und das ist der entscheidende Faktor. Und dadurch, dass sie halt diese ungesättigten Sachen haben, reagieren sie gerne mit Stoffen, also sind sehr reaktionsfreudig. Und die sind ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Zellmembran, werden in jede Zelle mit eingebaut und spielen vor allen Dingen eine große Rolle im Eukosanoid-Stoffwechsel. Und Eukosanoide sind Stoffe, das, was ich vorhin gesagt hatte, mit der Zellkommunikation, die für die Kommunikation der Zellen miteinander mitsorgen. Und von den Eukosanoiden haben wir verschiedene. Wir haben die Prostaglandine, wir haben die Thromboxane und wir haben die Leukotriene. Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass die zum Teil alle, also weil oft wird gesagt, Omega-3-Fettsäuren seien antientzündlich. Eukosanoide sind alle in gewisser Weise entzündlich, also nicht antientzündlich, aber eben viel, viel schwächer als die aus den Omega-6-Fettsäuren gebildet werden. Und dadurch findet dann ein sanftes, also bei akuter Entzündung, also sind wir wieder bei diesem Beispiel, du hast ja in den Finger geschnitten, dann wird halt immer als erstes ein Eukosanoid aus den Omega-6-Fettsäuren auf den Plan gerufen, nämlich die Arachidonsäure, die stark
entzündungsfördernd ist. Die ist, macht die Gefäße eng, fördert Entzündung, fördert Rötung, fördert das die, und ruft die ganz viel die Immunzellen auf den Plan und führt zur Ausschüttung von proentzündlichen Interleukinen. Das ist halt dann so dieses Feuerwerk, was losgeht. So, hey, hier ist was kaputt, Hilfe. Und dann sollte aber eigentlich, wenn die im richtigen Verhältnis stehen, also wenn wir Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren im richtigen Verhältnis zueinander haben und der Körper die Möglichkeit hat, jetzt dann mit Omega-3-Fettsäuren zu interagieren, dann bildet er andere Eicosanoide in der Folge aus, die weniger stark entzündlich sind, um dann so einen sanften Abfall der Entzündung zu erzeugen, die er dann, so wie so ein, wie nach so einem Plateau halt eben so langsam ausläuft und dann wieder zur Ruhe kommt. Und das Problem ist, wenn ich diese weniger entzündlichen Eicosanoide nicht zur Verfügung habe, dann bleibt die Entzündung die ganze Zeit hier. Und dann ist halt Feuer, 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 Feuer. Und das ist halt das Problem. Optimalerweise sollte eigentlich das Verhältnis, also wir wissen aus anthropologischen Untersuchungen, dass das Verhältnis bei Steinzeitmenschen vom Verhältnis der Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren in etwa 1:2 bis 1:3 war. Bei manchen, die man gefunden hat, auch 1:5. Aber nie höher. Und das in Deutschland, und also ist es zum Teil eher so 1:10 bis zum Teil sogar so 1:15. Und wenn wir in die USA gucken, haben wir zum Teil Verhältnisse von 1:25. Also wahnsinnig hohe Verhältnisse. Und das führt dann eben dazu, dass der Körper keine, also dieses sanfte Abschwellen und Ablaufen der Entzündung machen, die nicht mehr zur Verfügung hat und eben die ganze Zeit auf diesem entzündlichen Prozess bleibt. Und deswegen spielen die so eine wahnsinnig große Rolle in der Anti-Entzündung. Und ich habe da in letzter Zeit ganz viel zu gemacht, auch was die Entwicklung von Kindern angeht, was Entwicklung von, also in Schwangerschaft und Stillzeit, wie die Hirnentwicklung ist, wie das Risiko ist, Allergien zu entwickeln, wenn die Mutter unzureichend mit Omega-3-Fettsäuren versorgt ist, und auch was die Entwicklung von chronisch entzündlichen Erkrankungen angeht. Und es ist wirklich eine erschlagene Datenlage. Also es gibt dazu sehr, sehr gute sogenannte Umbrella-Studien. Umbrella-Studien sind Studien, wo Meta-Analysen zusammengefasst werden, und Meta-Analysen sind immer Studien, wo ganz viele Studien zu einem Thema zusammengefasst werden. Also es ist quasi die Meta-Analyse der Meta-Analyse. Das ist so der absolute höchste Standard von Studien, und es gibt halt zu den Omega-3-Fettsäuren einige sehr neue Umbrella-Studien aus 2022, die halt nochmal super gezeigt haben, wie entscheidend sie sind. Und deswegen regen mich die Leute auf, die halt mit irgendwelchen Rattenstudien aus den 60er, 70ern die Omega-3-Fettsäuren schlecht machen und da halt gegenwettern auf ihren Instagram-Accounts oder so. Es ist halt einfach Blödsinn. Also sind, was Anti-Entzündung angeht, die bestuntersuchten Substanzen. Wichtig ist, dass man sie aber immer kombinieren sollte, weil sie sind ja so reaktionsfreudig, sie reagieren gerne. Und deswegen oxidieren sie eben auch gerne. Und deswegen braucht man zu Omega-3-Fettsäuren dazu immer gute Antioxidantien. Und da können wir ja vielleicht gleich auch noch drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann es gut nachvollziehen. Mindestens zweimal die Woche schreibt mir irgendjemand, ja, mein Arzt hat gesagt, Omega-3 kann das Risiko für XY erhöhen. Nein, das sind keine Humanstudien. Und es gibt keine chronische Erkrankung und kein Schmerzsyndrom. Und da fallen auch alle Gelenkerkrankungen rein, die es gibt, die nicht von besserem Omega-3-Verhältnis profitieren würden. Keine einzige. Das ist das, egal über welche Erkrankungen ich nachdenke oder spreche, ich finde garantiert mindestens 20 gute Studien, die zeigen, dass es den Menschen einfach besser geht, wenn sie den Omega-3-Wert verbessern. Und deswegen sollte eigentlich jeder, der das hier sieht, auch mal seinen Omega-3-Wert checken lassen. Das absolut. Und es ist halt auch, also da gibt es ja auch Untersuchungen, so 97% der Weltbevölkerung sind mit Omega-3-Fettsäuren unterversorgt. 97. Mhm. Also dass du da draußen, der da zuhörst, nicht zu den 3% gehört, die ausreichend versorgt sind mit Omega-3-Fettsäuren, ist extrem unwahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit in Deutschland würde ich bei 0 ansiedeln. Und das ist halt auch, dass ich mache ja ganz viel Omega-Indexes. Und außer bei Menschen, die eben wirklich
passioniert substituieren, sehe ich eigentlich immer nur schrottige Omega-3-Indizes. Also ja, das ist eigentlich nie gut. Und ich sehe aber auch, also bei Leuten, ich arbeite dann tatsächlich halt mit Infusionen zunächst, weil wenn man das wirklich schnell und zügig auf einen guten Wert kommen möchte, muss man mit Infusionen arbeiten. Und dann kriegt man wirklich auch dieses Verhältnis hin von 1:3 oder bis 1:5. Und es ist beeindruckend, wie krass gut die Leute werden innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit. Also es ist halt wirklich was, was da total toll ist. Wichtig ist aber hier eben, dass man hochdosiert Antioxidantien dazu gibt. Und das ist halt auch das Problem bei diesen Rattenstudien aus meiner Sicht, also abgesehen davon, dass es eben keine Humanstudien waren, dass man halt die Ratten dann nur mit Omega-3-Fettsäuren befüttert. Und dann kriegen die natürlich auch ein Problem. Also die kriegen halt schrottige Kohlenhydrate und Omega-3-Fettsäuren. Davon wird es dann halt nicht gut. Es ist halt super wichtig, dass man Antioxidantien dazugibt, weil also alle hochreaktiven Stoffe haben immer eben das Risiko für oxidativen Stress. Und deswegen ist es super wichtig, dass man eine größere Menge Antioxidantien mit dazu nimmt. Optimalerweise natürlich über eine sehr pflanzenbasierte, pflanzenlastige Ernährung. Aber man kann das eben auch dann durch zusätzliche Supplements mit reinnehmen. Und ich bin ja auch so eine kleine Kräuterhexe und außerdem ein großer Fan von sekundären Pflanzenstoffen und finde halt, dass das sowieso was ist, wo man sich halt eben riesig gefallen mit tut, die immer mit drin zu haben und die auch so der Reihe nach durchzuwechseln und immer zu gucken, dass man irgendwas mit drin hat, was halt ein hohes antioxidatives Potenzial hat und einem da auch mithelfen kann. Das war's mit unserem heutigen Interviewausschnitt. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Dann schau doch gerne auf unserem Kanal vorbei. Dort erwarten dich weitere spannende und informative Videos rund um Gesundheit und Medizin. Willst du keines unserer Videos verpassen und immer up to date bleiben? Dann abonnier uns doch am besten gleich. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar unter diesem Video und teile deine Erfahrungen zu dem Thema mit anderen aus unserer Community. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.